Hi, wir machen heute mal ein sommerlich leichtes Rezept. Das habe ich euch gestern Abend schon auf Instagram gezeigt und ich hoffe, ihr seid alle dabei, denn ich bin ja normalerweise nicht so ein Grünzeugesser, aber dieser Salat schmeckt wirklich himmlisch gut. Den müsst ihr unbedingt probieren, wenn ihr so etwas mögt. Es ist ein Kräutersalat und ich habe die Hälfte der Zutaten an Kräutern in meinem Garten gefunden. Ihr braucht Basilikum, Minze, glatte Petersilie und Rucola. Für die Vinaigrette brauchen wir 100 Gramm Blaubeeren, Olivenöl, italienischer weißer Essig bitte, 2 Esslöffel Honig, 1 Esslöffel Senf, Salz und Pfeffer. Für die Panade brauchen wir ein Ei mit 2 Esslöffel Mehl und ich zeige euch jetzt ganz genau, wie es geht. Hier seht ihr nochmal im Überblick, was ich verwende. Zum Feta sage ich auch noch was, den habe ich ja im letzten Foodhaul gezeigt. Ich verlinke euch den mal rechts oben in die Ecke. Ja, Blaubeeren musste ich leider kaufen. So ein Schälchen kostet 1,99 €, 120 Gramm waren drin. Ein paar brauchen wir noch zum Dekorieren am Schluss. Also gebt bitte nicht alle Blaubeeren in die Vinaigrette, denn die wird dann püriert. Und wir panieren den Schafskäse und braten den ein wenig in einer Kräuterpanade. Für die Kräuterpanade wasche ich natürlich erstmal alle Kräuter unter kaltem Wasser ab. Hacke die ein bisschen, also ein paar nur, wirklich nur 1-2 Esslöffel, mehr braucht es da nicht. Ich hacke die einfach mit einem sehr scharfen Messer oder ihr nehmt ein Wiegemesser. Gebt ein Ei in eine extra Schüssel, das schlage ich immer extra auf. Es könnte sein, dass das Ei schlecht ist, sonst habt ihr da alles in der Schale drin, das muss ja auch nicht sein. Dann gebt ihr das Ei in eine Schüssel, die Kräuter dazu und 2 Esslöffel Mehl. Wenn das zu fest sein sollte, könnt ihr noch ein Ei dazugeben, wobei es bei mir gestern wirklich mit 2 Esslöffel Mehl wunderbar geklappt hat. Die Panade muss dickflüssig sein, sonst haftet sie leider nicht am Feta. So, dann nehme ich meinen Schafskäse und zerteile den einfach in so circa 1x1 cm große Würfel, schmeiße schon mal alles in die Schüssel mit der Panade und beiseite stellen. Jetzt nehme ich 2 Esslöffel Öl und gebe das in eine Pfanne, stelle das auf mittlere Hitze. Jetzt verrühre ich einfach noch ein bisschen die Panade, dass sie überall an den Würfeln haftet und brate das für circa 5 Minuten in der Pfanne. Sie sollten einfach eine leichte Bräunung haben. Ja, also ihr müsst jetzt hier nicht auf volle Pulle gehen, sondern wirklich einfach nur für 5 Minuten anbraten, dass es eine leichte Bräunung erhält und es muss auch nicht in Würfelform bleiben. Ganz im Gegenteil, das macht dann auf dem Teller eine richtig schöne rustikale Form. Jetzt kümmern wir uns mal um die Vinaigrette. Für alle die Zutaten für die Vinaigrette gebt ihr einfach in ein hohes Gefäß. Ich hatte es erst im Glas, aber leider hat es nicht funktioniert. Ich muss das nochmal kurz umfüllen. Ihr könnt auch so einen Mixbecher nehmen, also irgendwas, was ein bisschen höher ist, damit euch die Vinaigrette beim Pürieren einfach nicht um die Ohren fliegt. Ja, gebt einfach alles rein, was ich für die Vinaigrette aufgeschrieben habe. Und das ist eine super fruchtige, leckere Vinaigrette. Die Süße durch den Honig schmeckt einfach wirklich himmlisch. Ihr müsst das echt ausprobieren. Und dazu dann noch den Pfeffer. Schmeckt sie aber bitte ab. Bei uns hat es gestern nicht ganz hingehauen. Wir mussten noch etwas Honig dazugeben. Der Senf war hier sehr, sehr dominant und wir wollten das einfach noch ein bisschen einkürzen. Deswegen habe ich noch einen Esslöffel Honig am Ende dazugegeben. Es sollte sehr, sehr würzig schmecken, weil ihr habt ja wirklich sehr viel Kräuter, die ungewürzt sind und das passt einfach perfekt dazu. Danach richtet ihr einfach eure Kräuter ganz unten auf dem Teller an, gebt darüber eure Schafskäsewürfel, ein paar Blaubeeren für die Dekoration und natürlich eure Feta-Würfel oben drüber und die Vinaigrette. Und ich sage euch, das ist eine super frische, leichte Kombination. Der würzige Feta mit der leckeren Panade, knusprig noch dazu, im Gegensatz zu den Heidelbeeren und der fruchtig frischen Vinaigrette, ist wirklich was für heiße Tage. Ein bisschen Baguette dazu und ihr habt ein leckeres Abendessen oder auch eine leckere Vorspeise. Ich kann nur sagen, guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und besucht mich doch vielleicht auch mal bei Facebook, wenn ihr Lust habt. Dann sage ich danke fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Bis dann, tschüss!